Ja, Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Formel 1 23 und heute geht es weiter in Imola, dem mittlerweile, glaube ich, 7. Saisonrennen müsste das sein. Im letzten Part konnten wir endlich nach langer Zeit wieder einmal ein Rennen gewinnen und zwar beim großen Preis von Miami in der USA und das war echt ein sehr, sehr geiles Rennen. Von Platz 6 oder 7 gestartet, also nicht allzu weit vorne in Qualifying und dann sehr, sehr gut nach vorne gekämpft. Es gab so einen geilen Fight, also am Ende vom ersten Stint haben wir Max Verstappen und Perez überholt, dann sind wir eine Runde früher oder zwei Runden früher als die Red Bull reingefahren. Ich lag immer noch in Führung mit einem 2 Sekunden Vorsprung, aber gegen Rennende kam dann nochmal Verstappen. Sowas von nah ran, hat uns in der letzten Runde unerwartet überholt und dann hatten wir doch noch zum Glück die Chance, da zurückzukommen. Waren nebeneinander, bis zur letzten Kurve ging dieses Duell einfach. Also ich hatte noch nie so ein verrücktes Finale bei einem Formel 1 Rennen überhaupt in der ganzen Zeit, seit ich irgendwie Formel 1 zocke. Also es ist echt crazy gewesen, dieses Ende. Einfach in der letzten Kurve waren wir, glaube ich, 70.000stel vor Verstappen. Genau das war eben das Endresultat. Das Gute ist, wir sind dadurch in der Fahrerwertung wenigstens ein bisschen näher an Perez rangekommen. Immer noch großer Rückstand, 48 Punkte, aber trotzdem immerhin mal wieder gewonnen, nachdem die Rennen zwischendrin mega schlecht gelaufen sind. Und jetzt in Imola bin ich mal gespannt. Im Rennen soll es auch eben regnen, das wird, glaube ich, auch ganz interessant. Wir haben wieder das beste Auto mittlerweile. Jetzt alleine im Training haben wir schon Intermediate-Wetter, also das wird ganz interessant. Und übrigens, wenn das Video online kommen sollte, das müsste ungefähr am 31. oder 30. Dezember online kommen, höchstwahrscheinlich diese Folge hier. Und zu dem Zeitpunkt bin ich auch gerade aktuell im Urlaub, nämlich in Dubai. Das habe ich auch bei der MotoGP-Folge schon erwähnt. Das wird eben auch wahrscheinlich das letzte Video im Jahre 2023 hier sein, diese Folge von Formel 1. Also auf jeden Fall schon mal schönen Rutsch in das neue Jahr. Deshalb bin ich aktuell so ein bisschen auch am Vorproduzieren vor dem Urlaub, um da trotzdem noch wenigstens ein paar Videos zu bieten, weil ich bin insgesamt für 9 Tage dann dort in Dubai, also vom 23. Dezember bis zum 2. Januar. Ich bin auf jeden Fall schon echt mega gehypt auf den Urlaub, also ich glaube, das wird schon sehr, sehr krass. Liegt ja auch quasi nicht weit weg von Abu Dhabi, eventuell gibt es da auch einen Tagestrip oder so hin an die Formel 1 Strecke. Wäre natürlich auch cool, die mal in Real Life einfach zu sehen. Das Benzinmanagement hier war echt richtig einfach. Ich habe leider nicht wirklich geachtet, Benzin zu sparen, aber das kann man locker schaffen. Jetzt im perfekten Bereich abgeschlossen und ich glaube, das reicht schon mal für das Training. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich bei der KI im Qualifying was ändern soll oder ob ich hier auf 88 bleibe. Ich glaube, ich bleibe erstmal dort. Wieder einige Punkte mitgenommen, über 1000 insgesamt als Team. Das Auto will ich natürlich weiterhin noch verbessern, damit wir da einfach einen gewissen Vorsprung bekommen, damit auch mal Piastri irgendwie performen kann mit dem Auto, weil im Qualifying hatten wir auch generell ja immer Schwierigkeiten. Also eigentlich könnte ich auch demnächst mal den Motor austauschen, der ist schon bei 64%. Wird, glaube ich, auch mal wieder Zeit. Und damit legen wir jetzt aber los mit dem Qualifying, mit der ersten Session. Ich bin gespannt. Jetzt hier noch gutes Wetter, aber im Rennen soll das ja extrem Regen geben. Boah, ich weiß, diese Stelle, die war richtig schwer, ja. Und damit im ersten Sektor schon mal gut verkackt. Wenn man da halt eine Kurve nicht gut trifft, ist man direkt halt aus dem Flow raus im ersten Sektor. Okay, wir waren trotzdem insgesamt schneller als Pucher, obwohl wir im ersten Sektor 6 Zehntel langsamer als er gewesen sind. Für mich jetzt beim Aufnehmen auch ein bisschen komisch, weil ich gerade ja vor Weihnachten und so schon aufnehme. Aber ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie Weihnachten bei euch gewesen ist, was ihr für Geschenke bekommen habt. Ja, ich glaube, die Runde breche ich mal ab. Ich hole nochmal neue Reifen nachher. Da muss echt noch viel gehen. Also, das war echt überhaupt nichts. Jetzt die nächste Runde, los geht es. Ich bin mal gespannt, wie weit wir uns verbessern können, weil die KI auf 88 ist doch echt schwer hier im Qualifying tatsächlich. Ja, das war schon um einiges besser. 6 Zehntel. Ja, am Ende sind es 5 Zehntel geworden, aber zwischenzeitlich war es eigentlich 7/8 Zehntel und damit sind wir 11. Ich hoffe, das reicht, aber ja, das Qualifying ist echt nicht gut bisher. Ich glaube, wir müssten es schon geschafft haben, aber nicht wirklich weit vorne. Norris 1., Piastri 11. Okay, wir sind doch nicht in der Top 14. Ach komm, und wir haben es geschafft. Auf Platz 15 wieder mal so knapp. Das war doch letztes Mal oder so schon extrem knapp in der ersten Session. Boah, 3 Zehntel hinter Piastri, also so weit weg sind wir gar nicht. Aber selbst Piastri schafft es nur auf Platz 11. Das kann doch echt nicht sein. Ihm fehlen 6 Zehntel auf Norris. Jetzt 2. Qualifying Session. Da muss ich schon nochmal einiges rausholen, um in Q3 zu kommen. Erster Sektor war wieder mal nix. Ach, was mache ich denn?
Ich bremse hier so spät rein. Ich glaube, die Runde kann man schon mal abbrechen. Ich bin auch schon echt gespannt, wie der Flug nach Dubai wird, weil das wird auf jeden Fall mit Abstand der längste Flug, den ich jemals hatte in meinem Leben, auch mit Zwischenlandung, weil das deutlich günstiger einfach ist, als direkt hinzufliegen. Dauert zwar etwas länger, also 3 Stunden, glaube ich, Zwischenstopp oder 2,5, aber ansonsten wäre das halt gefühlt doppelt so teuer gewesen und das ist halt schon krass. Weil der Flug alleine ist da halt schon 900 Euro, glaube ich, jetzt gewesen oder 950. Schon eine ganze Menge, aber bei dem Direktflug würde man halt fast, glaube ich, das Doppelte wirklich zahlen. Ach, Unterboden, ja, zerstört. Zweiter Sektor schneller als Perez, okay, das wundert mich gerade. Der ist halt auch nur 9. Wieder diese typische schwache Qualifying-Form von Perez in Real Life oder was? Okay, mal gucken, was das für eine Zeit wird. Ich glaube nicht so krass. Wir fahren die 1.15, sind damit vor Piastri und Purple im 3. Sektor. Das ist auch ganz seltsam. Also wieder mal Piastri nicht gut in Qualifying. Ich habe echt das Gefühl, dass diese Autoleistung auf dem Papier null Unterschiede macht für Piastri, weil die Zeiten halt simuliert werden. Und die simulierten Zeiten basieren ja meistens noch auf diesen Fahrzeugleistungen vor den ganzen Updates. Das ist halt immer das Problem, glaube ich, bei Formel 1. Bis auf Alpine, die werden halt irgendwie dann doch richtig simuliert wenigstens. Piastri auf Platz 11 mit dem besten Auto, das macht halt auch null Sinn eigentlich. Ach, Digga, dieser Sektor, ich bekomme den nie wirklich gut hin. Oh, das war ganz optimal. Okay. Und da habe ich plötzlich 3 Zehntel gefunden. Perez nur 11. Und wir holen 5 Zehntel nochmal raus. Das war stark. Jawohl, Alter. Und damit sind wir auf jeden Fall weiter, oder? Also wenn nicht, dann wäre es ja lächerlich. Jawohl, wir sind 8. und damit in Q3. Aber das wurde echt nochmal knapp so viel rausgeholt. Und ich denke halt, wenn der erste Sektor passt, dann wären nochmal weitere 3 Zehntel so ungefähr drin bei einer perfekten Runde. Und damit, ja, sind wir aktuell 8. Wenn man jetzt die 3 Zehntel noch wegnimmt, sind wir quasi eigentlich auf Platz 2. Also Pole ist auf jeden Fall doch machbar. Und Perez ist ausgeschieden. Auf Platz 11. Jawohl, Alter. Was ist das denn? Also ich verstehe nicht, was bei Perez abgeht. Der war die ersten Rennen so gut, bis Miami, genau wie in Real Life halt am Anfang der Saison und jetzt ist der plötzlich mega scheiße. Alter, und wir sind einfach 7 Zehntel vor Piastri, also ich weiß auch nicht, was der Kollege macht. Mit dem besten Auto auf Platz 12 kommt nicht weiter, die ersten 8 Leute innerhalb von 3,5 Zehnteln. Ach ja. Nein, Digga. Unser Auto hat es überlebt, aber oh mein Gott, war zum Glück der erste Versuch mit diesen angefahrenen Reifen. Ey, come on, also das war es ja wieder komplett hier. Einfach zu weit draußen gewesen wegen diesem Curb. Der hat uns hier quasi nach außen, also nach links geschickt und deshalb waren wir nicht mehr wirklich in der Spur. Hier dann aufs Gras gekommen, weggedreht und wir hatten so Glück, dass uns das Kiesbett rechtzeitig abgebremst hat und wir haben es irgendwie überlebt, ohne dass das Auto einen Totalschaden bekommt. Ja, ich glaube, Zeit reicht jetzt nicht mehr für 2 schnelle Runden, wir haben nur noch 7 Minuten. Dann würde ich sagen, fahren wir am Ende raus und dann muss halt die Runde auch passen, weil sonst, ja, wird es nichts mehr leider. 1.14.7, boah, also echt schnelle Rundenzeiten. Erster Sektor war wieder mal nicht gut, aber geht sogar noch. Purple im 2. Sektor, alles klar. Damit die Runde zu Ende. Mal gucken, wir sind am Ende 6. Okay. Besser als ich gedacht hätte. Also deutlich besser. Bottas aber 5. im Alpha. Also auch krass, was der für eine Leistung zeigt. Mit dem Alpha einfach mal 5. Ja, im 1. Sektor wäre, glaube ich, schon noch einiges gegangen. Also so 2 Zehntel. Naja, egal. Ich glaube, jetzt
kann ich eventuell noch mal kurz eine Aufladerunde machen. Ich werde bestimmt auf einige Fahrer auflaufen, mal gucken, ob ich genug Abstand gelassen habe. Oh, erster Sektor war sogar wirklich besser, eine Zehntel. Boah, sogar zwei Zehntel hätten wir. Ach man, und jetzt ist Ocon vor uns. Ja, danke. Ja, perfekt. Ich bin auch so dumm und fahre ihm einfach rauf, aber er macht halt null Platz. Wirklich nicht mal zur Seite gefahren. Er fährt einfach langsamer, aber bleibt auf der Ideallinie. Wow, wem bringt das am Ende was? Es ist so dumm. Wir hätten zwei Zehntel nochmal rausholen können. Also guckt mal, wir fahren auf der Ideallinie. Und der Typ, ja, denkt sich, ich bleib einfach dort. Es ist so dumm. Oder statt hier einfach an der Stelle rechts zur Seite zu fahren, rechtzeitig, und zwar hier. Ja, Digga. Das war's mit dem Qualifying. Also, am Ende sind wir Siebter, ist in Ordnung. Aber ja, wie gesagt, bei zwei Zehnteln wäre dann echt noch Platz 4 möglich gewesen. Schade. Ocon aber auf der Pole vor Verstappen und Norris. Das ist auch überraschend. Immerhin, Siebter ist nicht schlecht. Ich würde sagen, noch ein kleines Aerodynamik-Update kann man schon nochmal machen. Und zwar dann einfach das hier, 1300 Punkte. Wird nochmal mitgenommen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Esteban Ocon startet aus der Pole Position und daneben steht Max Verstappen. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Norris, Russell, Leclerc, Bottas, Andreas, Sainz, Hamilton, Stroll, Perez, Oscar Piastri, Theo Pourchaire, Hülkenberg, Magnussen, Albon, Joe, Tsunoda, Sargent und Nick de Vries. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Okay, jetzt sind wir im Rennen und wir haben durchgehend Full Wet. Das wird echt krass. Also strategisch soll man angeblich durchfahren, aber das wird, glaube ich, auch kritisch mit der Reifenabnutzung. Also die sollen ja extrem stark abgenutzt sein, ganz am Ende. Ich glaube, Benzin wurde auch immer weniger verbraucht, weil man ja weniger Vollgas fährt. Dann hole ich einfach Benzin für nur 21 Runden mit. Ist auf jeden Fall wenig, viel weniger als sonst. Und damit legen wir los von P7. Mal gucken, wie das jetzt wird. Alter, so ein krankes Regenwetter. Auch ganz schön durchmischt, diese Startplätze. Leclerc schläft einfach. Und da kommen wir schon mal vorbei. Und dann Bottas. Jetzt rechts an Russell. Digga, was haben wir für einen Start? Wir schießen ja komplett an allen vorbei. Verstappen gegen Ocon unter Druck. Wir außen gegen Russell und Norris und sind damit Dritter. Und Verstappen übernimmt die Führung von Ocon. Aber das war ja ein Weltklasse-Start. Zuerst mal vorbeigeschossen an Bottas, Leclerc. Dann rechts an Russell und Norris. Und damit einfach P3. Mal schauen, wie die Rennpace jetzt hier wird, ob wir mithalten können im Regen. Aber das war echt ein genialer Start von uns, wieder mal. Die Pace von uns sieht nicht schlecht aus, wir kommen sogar weg von Norris. Und setzen schon mal Ocon so ein bisschen unter Druck. Eventuell hier vorbeiziehen mit Überholmodus rechts. Und das sieht gut aus, wir übernehmen damit Platz 2. Und das ist echt eine starke erste Runde, also 5 Plätze gut gemacht. Ocon, bitte halt dich zurück. Gibt die kleine Berührung, warum der da auch immer noch seine Nase reinstechen musste in diese Kurve. Mega unnötig, aber egal. Damit Platz 2, starkes Ding. Und jetzt mal schauen, wie die Pace im Vergleich zu Verstappen sein wird. Der Perez nicht mal in den Punkten aktuell, nach seinem schlechten Qualifying. Also wäre perfekt für uns, dass wir da wieder einige Punkte gut machen in der Fahrer-WM. War ja im letzten Rennen, glaube ich, auch nur Vierter, der Checo. Also das Rennen könnte, glaube ich, richtig langweilig werden, weil ich habe das Gefühl, an Verstappen komme ich nicht wirklich ran und hinter uns sind die Gegner so viel langsamer. Esteban Ocon ist schon 3 Sekunden weg. Entweder werden wir entspannt Zweiter oder gewinnen vielleicht sogar ganz entspannt vor Verstappen. Echt unfassbar, was Verstappen und ich für einen Pace-Unterschied haben im Vergleich zum Rest des Feldes. Ja, und beim Benzin, das war auf jeden Fall auch die richtige Wahl, dass wir da deutlich weniger mitnehmen, weil wir haben jetzt schon nur noch minus 0,9. Also das geht schon. Und wir hatten ja am Anfang des Rennens minus 1,2 sozusagen. Ja, im ersten Sektor verliere ich halt Zeit, aber dafür bin ich im zweiten und dritten besser als Verstappen. Es wurde auch reingeschrieben, was beim letzten Patch bei Formel 1 anscheinend das Grip-Niveau für die Autos deutlich verbessert worden sein soll. Dadurch ist das Fahrverhalten auch besser geworden anscheinend, aber irgendwie so viel habe ich jetzt noch nicht gemerkt von den Unterschieden. Ich weiß
nicht, ob Imola vielleicht keine so gute Strecke dafür ist, um das zu beurteilen. Jetzt im Regen kann man das sowieso nicht wirklich beurteilen. Klar, aber trotzdem. Mal gespannt, ob das jetzt in den nächsten Rennen sich deutlich anders anfühlt. Boah, ey, es ist wirklich unglaublich. 8 Sekunden schon vor dem dritten. Und Verstappen und ich fahren einfach quasi identische Zeiten. Eine Sekunde hinter ihm die ganze Zeit. Also das wird, glaube ich, echt wieder mal ein Zweikampf zwischen Verstappen und mir. Wenn wir so viel krasser sind als die nächsten Gegner. Aber es kann halt auch wirklich sein, dass Ocon irgendwie einen Frontflügelschaden bekommen hat. Ah, okay, das erklärt doch einiges. Ocon hat wirklich einen kaputten Frontflügel. War aber auf jeden Fall ein normaler Rennunfall, weil als ob ich da Platz lassen musste. Aber auch dumm, dass der dann noch wirklich unbedingt wieder vorbeikommen wollte. Hier bei der Stelle links. Wir waren eine halbe Wagenlänge mindestens vor ihm. Ich bin halt nicht nach links reingefahren, sondern ganz normal von außen wie die Ideallinie. Ey Mann, also Verstappen, das wird echt schwer gegen ihn. Er ist quasi genau gleich schnell, immer so eine Sekunde vor uns. Wäre schon geil, wenn ich das gewinnen könnte. Platz 2 sollte auf jeden Fall schon mal sicher sein. Aber auch krass, dass Ocon wegen dem Frontflügel 3 Sekunden langsamer pro Runde fährt. Das kann ja auch nicht sein. Jetzt ist Norris mal vorbei, okay. Jetzt bin ich gespannt auf die Rundenzeiten von ihm, ob der näher rankommt. Ja, wir sind trotzdem schneller als Norris, also dahingehend hätte das wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, ob wir Zweiter werden oder nicht, wegen dem Ocon-Frontflügel. Boah, jetzt bin ich mal nah dran, nur 4 Zehntel hinter Verstappen. Oh, was ist das denn jetzt, so ein Quersteher hier? Oh, Safety Car ist draußen. Ah, nein. Also einerseits cool, weil das nochmal ein neues Element bringt, aber andererseits auch schade um diesen Vorsprung. Ah, das hier oder was? Digga, das wäre ja lächerlich. Da ist ja fast nichts passiert. Okay, ein Frontflügelteil von Stroll. Das hat auf der Strecke liegt. Okay, ja. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Schade, weil genau jetzt sind wir an der Boxengasse vorbeigefahren. Weil eigentlich ist ja, wie gesagt, die Prognose, dass die Reifen sich schon gut abnutzen werden. Man könnte quasi einen Free-Stop machen, weil wir sind noch vor dem Safety-Car, das ist das Gute. Das Safety-Car wartet ja erstmal auf alle, oh mein Gott. Also genau so knapp war das halt, weil Verstappen und ich sozusagen ganz knapp vorm Safety-Car draußen waren. Jetzt muss das Safety-Car eine ganze Runde warten. Okay, das war anscheinend wirklich Stroll, der war auch in der Boxengasse. Ja, ich würde sagen, wir fahren safe auch rein. Und dann haben wir vielleicht die Chance, Verstappen zu überholen mit den frischen Full-Wet, weil da müsste auf jeden Fall auf dem Hinterreifen viel mehr Grip dann vorhanden sein. Das werden wir auf jeden Fall machen, weil der Vorsprung sollte locker reichen. Und selbst wenn wir 2, 3 Plätze verlieren auf Sainz und Ocon oder Norris, dann ist das, glaube ich, echt kein Problem. Und nee, genau jetzt kam die Ansage, hole die Kolonne ein. Die kommen hier, wir fahren noch richtig langsam. Ja, die kommen beide vorbei. Ey, shit. Ach man, naja, egal. Wir sind immerhin auf Platz 4, also nur 2 Plätze verloren. Also ich glaube, es war trotzdem eine gute Entscheidung. Wir sollten trotzdem schnell vorbeikommen können, weil wir waren halt schon viel besser als Norris und Sainz. Safety Car fährt jetzt endlich rein in dieser Runde. Und es hat sich schon so angehört, als würde die Strecke doch noch abtrocknen. Also es kann gut sein, dass wir am Ende sogar noch auf Intermediates wechseln müssen irgendwann. Aber es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, glaube ich, den Wechsel nochmal zu machen auf frische Fullwets. Weil jetzt haben wir halt echt einen eindeutigen Vorteil. Viel, viel bessere Reifen. Und damit, Freunde, geht es gleich wieder los. Der Restart. Reifen ein bisschen aufwärmen, ganz wichtig. Okay, jetzt bereit machen. Und ich gebe schon mal, glaube ich, hier Vollgas. Überholmodus ist auch an. Komm, hier direkt. Ja, grün und wir sind direkt an Sainz vorbei. Perfekte Beschleunigungsphase. Und damit haben wir einen Platz schon mal gut gemacht. Sehr, sehr nice. Guter Restart. Nach dieser langen Safety-Car-Phase. Ja, Verstappen ist irgendwie nicht so schnell. Norris setzt ihn da gut unter Druck schon mittlerweile. Come on, jetzt mal gucken. Also der Reifenvorteil ist, glaube ich, schon echt groß. Vor allem jetzt hier der Grip aus den Kurven. Das ist halt echt krass, wie schnell diese Fullwets abgenutzt waren. Wir fahren gut hier aus der Kurve raus. Übernehmen nochmal Platz 2 von Norris. Sehr, sehr schön. Direkt mal 2 Plätze gut gemacht. Also jetzt hat sich das schon ausgezahlt mit dem Wechsel. Wir haben so viel mehr Grip aus der Kurve gerade bekommen. Verstappen vor uns. Boah, das ist krass. Also sonst hat er uns immer abgezogen beim Beschleunigen. Und jetzt komme ich hier schon fast vorbei an der Stelle. Alter. Also crazy, was diese neuen Reifen hier bewirken können. Verstappen unter Druck. Sollte kein Problem sein. Wir haben viel mehr Grip aus der Kurve und übernehmen die Führung, als wäre es jetzt plötzlich nichts. Wir hatten so Probleme vorher, überhaupt innerhalb der halben Sekunde oder so zu bleiben, wo es halt realistisch geworden wäre. Und jetzt kommen wir direkt bei der erstbesten Gelegenheit vorbei und übernehmen die Führung und sind jetzt schon eine Sekunde fast vor Verstappen. Digga, das ist ja krank. Also diese neuen Reifen haben sich ja sowas von gelohnt. Unglaublich. So krass, wie viel schneller wir aus den Kurven raus beschleunigen. Hier gerade bei dieser kurzen Geraden
schon 0,3 schneller gewesen als Verstappen wieder. Solange die Strecke so ungefähr bleibt, dann muss ich den Vorteil noch auf jeden Fall ausnutzen, weil die Intermediates, die werden auf jeden Fall dann, glaube ich, für die Gegner eher besser sein. Aber jetzt wird die Strecke schon merklich trockener. Wir fahren eine schnellste Runde nach der anderen. Und jetzt schon über 5 Sekunden Vorsprung. Oh, gelbe Flaggen. Kann sein, dass Verstappen ein Problem hat, weil der sieht gerade nicht schnell aus. Ich glaube, Verstappen hat wirklich ein Problem, weil der ist da gerade viel, viel langsamer geworden. Oder? Nee, der hat hier einen Fehler nur gemacht. Oder? Doch, Motorschaden. Ich glaube, das ist der Motorschaden, oder? Sieht so aus. Da qualmt es auf jeden... Ja, er stellt sein Auto ab. Das war's für Max Verstappen, Freunde. Damit der Ausfall für den Niederländer, mit dem wir echt noch interessant hätten fighten können. Oh, rote Flagge. Digga, was ist das denn jetzt? Einfach rote Flagge. Wie unnötig. Wir hatten so einen schönen Vorsprung, der ist jetzt wieder mal weg. Ey, es kann doch nicht sein. Okay, anscheinend jetzt Intermediates. Wirklich der Plan. Okay, das machen wir dann definitiv. Krass, Alter. Jetzt so viel Chaos. Aber schade. Verstappen, wir hätten noch ein interessantes Duell vielleicht haben können. Letztes Rennen war mega spannend. Heute eigentlich auch. Bis zu dem Stop, wo wir plötzlich mega schnell waren im Vergleich. Aber krass, das ist perfekt für die WM. Weil Perez ist weit weg von uns jetzt im Rennen. Wenn wir wieder gewinnen, machen wir 25 Punkte auf Verstappen gut. Und damit sind wir auf jeden Fall wieder im Spiel zu machen. Und damit geht's los. Noch einmal viel Glück. Geil. Oh, Reaktionszeit. War nicht gut. Und wir rutschen. Komm, mit ERS sollte es aber jetzt wieder passen. Ja, wir haben Norris wiederbekommen. Aber der hatte so viel besser die Reaktionszeit gemanagt. Alter. Egal, Freunde, wir sind hier nach wie vor auf P1, aber jetzt hier mit Intermediates ist, glaube ich, die KI schon wieder etwas besser unterwegs. Ich habe auch Angst vorm eigenen Motor. Wir hatten zwar erst einen DNF in China, aber das Ding ist, der Motor bei uns ist auch schon relativ gut kaputt, 69%. Okay, in 10 Minuten plötzlich trockenes Wetter, krass. Also die Meldung war auch mal wieder ganz anders, da stand eigentlich Fullwet das ganze Rennen. Ja, aber die Pace ist halt jetzt nicht mehr so extrem krass im Vergleich zu vorher. Je trockener es wird, desto geringer wird mein Vorteil im Vergleich zu den Gegnern. Ich hoffe einfach, dass wir das Rennen so zu Ende fahren mit Intermediates, weil wenn das DRS freigegeben wird, könnte es nochmal kritisch werden. Jetzt wäre der Vorsprung auf jeden Fall groß genug, aber ich habe ein bisschen Angst, wenn wir irgendwie doch noch auf Soft oder so wechseln müssen, dass Norris noch eine Chance hat, weil so an sich kann ich ihn immer ungefähr jetzt auf über eine Sekunde etwa distanzieren. Okay, 10 Minuten Regen, also das heißt, wir werden auf jeden Fall so zu Ende fahren. Sehr gut, also müsste eigentlich passen. Über 2 Sekunden schon vor Lando Norris, also sollte wirklich nichts mehr im Wege stehen. Dem nächsten Sieg hier, der dritte in der Saison. Also ist wirklich krass, wie schnell sich das Platz so ein bisschen wieder gewendet hat. In Miami nach dem Qualifying dachte ich, okay, es läuft halt echt nicht gut. Die letzten Rennen liefen so schlecht allesamt. Nur 8er, 2-mal hintereinander, dann DNF in China, dann nur Platz 4 in Baku nach auch keinem so guten Wochenende. Das Rennen in Miami gewonnen, dann hier auch ein sehr, sehr starkes Rennen jetzt plötzlich. Qualifying lief aber auch nicht wirklich wieder. Also schon echt interessant. Aber ich glaube, ohne den Regen im Rennen hätten wir das niemals gewinnen können. Dann wäre es maximal so Platz 3 oder so geworden, glaube ich, im Trockenen. Schnellste Runde sollte eigentlich auch safe sein, aber ich versuche trotzdem nochmal eine schnellere hinzulegen. Wir haben sowieso noch sehr viele Reserven. Nein, Magnussen, er fährt die schnellste Runde. Mit dem Haas die schnellste Runde. Und damit, Freunde, holen wir den zweiten Sieg in Folge beim großen Preis von Imola. Jawohl, Alter. Sehr, sehr starkes Ding. Ey, was war das denn? Also wieder so ein verrücktes Rennen mit dieser roten Flagge von Verstappen, der ausgeschieden ist. Und damit machen wir wieder so viele Punkte gut in der Fahrerwertung gegen beide Red Bull. Also echt top. Esteban Ocon, der alte Teamkollege. Auch schön, den da auf dem Podium zu sehen. Also es war eigentlich kein so schweres Rennen. Das Einzige war halt das Wetter. Ansonsten hatten wir halt echt die Überhand bei der Pace. Die war so viel besser als im Qualifying. Puh, also echt sehr, sehr krasse Leistung. Ja, vor allem der erste Stint, der war halt somit der intensivste Teil vom Rennen, wo es so knapp gegen Max Verstappen war, die ganze Zeit innerhalb einer Sekunde. Hier dann das Überholmanöver nochmal, wo wir dann endgültig die Führung hatten. Schon geil, wie das Spiel im Regen aussieht. Und ja, Freunde, dann schauen wir mal rein in die Fahrerwertung, da bin ich gespannt. Hier das Ergebnis, wir Erster an die beiden Alpinen, Hamilton, Sainz, Russell, Piastri auf P7, Perez nur 10. Und hier in der Fahrerwertung sind wir nur noch 24 Punkte hinter Perez, also das ist krass. Der Rückstand in zwei Rennen mehr als
bereits halbiert, also echt stark nahe zusammengerückt, die ersten vier. Sehr, sehr interessant. Norris noch ohne Sieg, dafür aber Dritter in der Fahrerwertung. Das ist auch erstmal eine Leistung, die man schaffen muss. Piastri 10. mit 30 Punkten. Bei den Konstrukteuren sind wir da mit Dritter vor Ferrari. Ja, also es geht endlich mal wieder aufwärts. 2 Siege in Folge. Damit nochmal 2 Updates, glaube ich, fertig geworden. Sehr nice. Dann schauen wir nochmal kurz rein. Marketingabteilung. Ah, wir können den Rivalen auswählen. Ja, dann wählen wir auf jeden Fall Perez. Dann schauen wir mal rein. Auto mittlerweile doch deutlich vor den ganzen anderen Teams, vor Alpine und Red Bull. Also ich denke, so langsam will ich jetzt auch nicht mehr unbedingt viel mehr Vorsprung quasi bekommen, weil sonst wäre es halt zu krass. Da muss ich halt mit der KI bisschen schauen, dass das passt, weil ich will eigentlich, dass Piastri auch mal vorne mitfährt. Das ist ja echt dumm. Der hat das beste Auto, aber kann nichts damit anfangen irgendwie. Naja, damit war es das mit der Folge. Lasst gerne wie immer Like und Abo da, wenn ihr neu seid, keine weiteren Videos verpassen wollt. Nächste Folge Monaco, das wird, glaube ich, auch interessant. Haut rein, habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Part und ciao. It feels right.